Was geht ab, Leute? Longbeard wieder am Start. Es geht weiter mit Let's Play MW3 Zombies. Dabei habe ich die Renetti. Übrigens, richtig gute Waffe. Wer dazu einen Bauplan braucht oder sehen möchte, wie gut diese Waffe eigentlich ist, gerne auf meinem Kanal vorbeischauen, gerne ein Abo auch noch da lassen, damit ihr nichts verpasst. Und für dieses Video natürlich gerne ein Like da lassen. Ja, das sind die Items, die ich dabei habe. Schauen wir mal ganz kurz, denn ich habe jetzt länger nicht mehr mit diesem zweiten Account gespielt, welche Baupläne mir denn noch fehlen. Natürlich legendäres Ether-Werkzeug, Pub 3, das ist vom Roten Wurm. Das müsste hier von der Story-Mission sein. Und das findet man hier in Zone 3, Pub 2. Extra Colas, auch Zone 3. Hier bin ich mir gerade unsicher, es könnte auch eine Story-Mission sein. Ansonsten wird das auch Zone 3 sein. Modifikation, Kryofrost ist Story-Mission, Wunderwaffen sind Roter Wurm T5 und das haben wir hier auch T5 und in der neuen Zone. Also im Endeffekt fehlen mir jetzt nur noch aus Zone 3 paar Baupläne und ansonsten muss ich schon mit dem Roten Wurm anfangen. Wo ich jetzt aber noch nicht weiter bin oder noch nicht sehr weit bin, ist bei der Story-Mission. Da bin ich jetzt aktuell bei Akt 2. Akt 2, ja, Frachtauftrag erfüllen. Ganz easy. Und in der nächsten Mission, das kann ich leider nicht beeinflussen, ist das mit dem Waffenversteck. Wo ich aber am Ende exfiltrieren muss, da kriege ich einen Bauplan safe mit dazu. Heißt für mich also, zwei Aufträge in einer Runde. Die restliche Zeit werde ich in Zone 3 verbringen, um einmal die Renetti zu leveln und natürlich die Baupläne, die restlichen Baupläne zu finden. Also ich habe jetzt mal zur Sicherheit nochmal nachgeschaut. Mir fehlen tatsächlich nur noch zwei Baupläne aus Zone 3, Elementarlimo und Pub 2 Kristall. Das wird natürlich jetzt, die Runde wird sportlich werden mit der Renetti. Dadurch, dass sie nur Level 1 ist, ich habe hier nicht Akimbo oder kein Oma-Kit oder sowas drauf. Ist natürlich ein bisschen blöd, bisschen anstrengender jetzt gleich zu spielen. Ist aber gar nicht so schlimm, denn ich habe ja Pub 2 und episches Ether-Werkzeug. Und ohne Ende Perks, die ich mir jetzt erstmal reinhauen werde. Jetzt muss ich mal kurz gucken, habe ich irgendwie Doppel-EP? Mache ich erstmal eine Stunde rein. Und ja, dann wird die Renetti nebenbei erstmal gelevelt. Aber zunächst mal brauche ich ja noch Aufträge, die ich erfüllen muss. Fangen wir mal ganz entspannt mit dem Lieferauftrag an, damit ich ein paar Essenz auf jeden Fall mache. Erstmal Zone 3 nur mit der Renetti. Da habe ich mir jetzt wirklich was vorgenommen. Müsste aber machbar sein. Ein weiteres Problem, was ich haben werde, ich bin, denke ich mal, so fast der Einzige oder gehört zu den wenigen, die, ja, denen noch Baupläne fehlen und die wirklich so von Zone 3 so ein bisschen abhängig sind tatsächlich. Nicht so wie der ein oder andere, der da in Zone 3 rumläuft, um einfach nur ein bisschen mal zu farmen. Sakajew ist angepisst, weil wir seine Wissenschaftlerin haben. Jetzt streuen wir Salz in die Wunde und ja, weil die meisten, die sind ja in Zone 3, um einfach nur zu farmen halt. Ne? Mehr ist das ja nicht. Die wollen ja legendäre Items haben oder was weiß ich was. Wobei ich muss sagen, legendäres Ether-Werkzeug, das zu finden, das ist wirklich schon sehr, sehr schwer. Also episches Ether-Werkzeug findet man en masse. Legendäres aber ist wirklich sehr selten. Ich finde, das ist ein komisches Verhältnis. Also episches Ether-Werkzeug findet man en masse. Legendäres Ether-Werkzeug fast gar nicht. Also ich habe jetzt, sag ich mal, von 15 Runden jetzt mal, ich glaube, ein legendäres Ether-Werkzeug gefunden. Mehr nicht. Es ist schon sehr mau. Und episches Ether-Werkzeug hingegen findet man in einer Runde 5-6 Stück. Ja, ich finde also nach der dritten Runde sollte man vielleicht doch schon mal legendäres Ether-Werkzeug finden. Zumal ich gehe auch schon ja auch in die anderen Zonen rein. Ne, sprich also T5 oder sowas. Selbst da findet man keine legendäre. Selbst da findet man kein legendäres Ether-Werkzeug. Das ist schon hart. Aber ja gut. Alles klar. Bis jetzt sieht das ganz gut aus. Bis jetzt ist noch keiner in Zone 3. Ich frage mich halt, wonach geht das? Also die Lobbysuche. Bin ich jetzt mit Leuten in einer Lobby, die so wie ich relativ am Anfang sind? Oder bin ich hier auch mit Leuten drin, die
ja schon viel weiter sind als ich, denn wenn ich mit meinem Main-Account das Spiel starte, innerhalb von wenigen Minuten ist Zone 3 komplett überfüllt. Das habe ich jetzt hier gerade nicht. Das wundert mich. Wie fahre ich jetzt gerade überhaupt? Das ist da unten. Scheiße. Was habe ich denn hier gemacht? Kann ich hier drüber? Aber nee, rückwärts runter geht. Jawollo. Wo ist denn der Heli? Zieht er eigentlich direkt ab? Ja, ne? Zweimal. Ja, moin. Ja, moin. Cool. Okay, Selfie und noch ein Perk nehme ich auf jeden Fall mit. Die Karre brauche ich auch. Markiere Auftrag. Ja, gut. Auftrag habe ich jetzt gemacht, einen Lieferauftrag. Ist ein Teil der Story-Mission. Hätte ich auch eigentlich zerstören können jetzt. Pass mal auf. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal einen Lieferauftrag. Aber wo? Da hinten. Sehe eine feindliche Festung. Ja. Nee, nicht die Festung. Ja, die ist genau daneben. Ist wurscht. Ich könnte mal vielleicht versuchen, mit der Renetti einen roten Wurm zu machen. Wäre vielleicht auch mal so eine Herausforderung. Ich schau mal. Ich überleg's mir jetzt noch. Je nachdem, wie weit ich komme. Weil, wie gesagt, Story-Missionen sind nur zwei Aufträge, die ich machen kann. Beim zweiten Auftrag muss ich exfiltrieren. Das kann ich auch nicht überspringen oder sowas. Ich muss exfiltrieren. Damit es dann als abgeschlossen gilt. Hier liegt Geld. Das Schöne ist dadurch, für Anfänger ist das jetzt alles einfacher, angenehmer zu spielen, sag ich mal. Angenehmer gestaltet. Dadurch, dass wir jetzt die Exfiltstreaks haben, kann man die sich zu Beginn an schnell aufbauen. Und das Spielerlebnis ist dadurch dann was ein ganz anderes. Es ist viel einfacher. Denn wir starten dann mit Platten, wir starten mit Essenz. Man kriegt Rabatte an der Pack-a-Punch-Station. Sprich also, man hat ganz schnell alles zusammen, was man benötigt, um dann ganz geschmeidig, ganz entspannt in Zone 3 herumzulaufen. Da hat mir einer tatsächlich den Auftrag weggenommen. Okay, dann muss ich ein HZ halt nehmen. Dann ist es so. Ist auch nicht schlimm. Mache ich tatsächlich eigentlich auch lieber. Okay, wo muss ich dafür hin? Dass die Spots auch eigentlich immer so die gleichen sind, ne? Was? Da oben? Eine Festung? Es ist sogar eine Festung. Wer will mich denn hier veräppeln? Ich hoffe, der ist unten, der Mimika. Und wenn, dann ist er im Gebäude. Aber im Gebäude, selbst im Gebäude sind ja diese blöden Drohnen. Hör auf. Das hatte ich ja noch nie. Da hinten, da sind die Drohnen. Scheiße, stimmt. Hier ist noch ein Wilson. Ganz vergessen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, moinsen. Und der Mimika ist da oben. Wen willst du hier eigentlich verarschen? Okay. Sehr schön. Wo ist die Belohnung? Da oben? Okay. Cool. Erledigt. Hätte ich auch das Ende. Dann. Ja, Lieferauftrag würde ich eigentlich gerne machen, aber ich mache einfach jetzt einen Waffensteckerauftrag. Fertig. Ein bisschen beeilen muss ich mich. Weil ich muss ja in Zone 3 muss ich auch noch einiges machen. Theoretisch könnte ich mit der Renetti auch schon in Zone 3 rumlaufen. Wie sieht's denn Zone 3 aus? Oh, was? Einer nur? Krass. Wenn das mit meinem Main-Account mal so wäre. Ja. Ich glaube, das hat was damit zu tun. Ich glaube, das System checkt Anfänger und nicht Anfänger. Es gibt Hinweise auf einen Waffenvorrat. Moment mal. Schlage vor, das Spiel sieht mich als Anfänger an. Spiele ich so? Nicht sichern können, ist das ein Selbstbedienungsladen. Ihr versteht mich, oder? Oi. Aufgepasst, Deadbolt. Talk-Land.
Also, ich sag mal so. Ich habe die Renetti... Oh, oh. Ja, moin. Die Renetti als Akimbo auch gespielt. Ich muss sagen, so gefällt mir die Waffe auch. Also, selbst wenn es jetzt kein Akimbo ist. Ganz entspannt, ey. Mit Explosivmuni. Junge, die Waffe, die ist ja sowas von anfängerfreundlich. Da sind gar keine Aufsätze drauf. Das ist heftig. Also, das hier wird noch nicht mal ein Let's Play werden, sondern darüber hinaus, ich zeige euch für alle Anfänger, welche Waffe ihr zu Beginn annehmen könnt, die wirklich stark ist. Guckt euch das mal an. Ich meine, klar, gut. Ne, episches Ether-Werkzeug drauf. Aber wie gesagt, das findet ihr en masse. Und irgendwen werdet ihr mit Sicherheit haben, der euch das droppen kann. Und wenn ihr keinen habt, dann schaut doch bei uns mal auf dem Discord-Server vorbei. Denn da sind mehr als genügend Leute, die da sind, um zu zocken, um euch zu helfen. Wie auch immer. Die beste Community, die es eigentlich gibt. Ich kenne keine bessere. Keine nettere vor allem. So, die letzten 20%. Ich wollte gerade sagen, da wird glaube ich nichts bekommen, aber irgendwie kommt doch immer wieder was. Oh, Insta-Kill. Komm, Mangler, machen wir auch direkt hier kaputt, wo ist er? Platten auf jeden Fall mitnehmen. Sparen wir uns ein bisschen Munition. Ja, wobei ich muss sagen, grünes Ether-Werkzeug, wie gesagt, nehme ich eigentlich gar nicht mehr mit so. Komm, drop mal ein bisschen Geld hier. Ja, ein bisschen schwer, sag ich mal, mit dieser Waffe. Oh. Oh. Aber. Junge. Gar kein Thema, ja. Irgendwo eine Festung, dass die jetzt alle angelaufen kommen. Und hier habe ich Geld vergessen. Habe ich, ja. Ja, komm, die Kugel, die kann weg. Alle haben ein JLTV? What the fuck? Okay. Markiere Auftrag. Gut, dann gehen wir mal in Zone 3 einfach mal rein. Ich bin sehr optimistisch, muss ich sagen. Ich war ja mit der Renetti mit meinem Main-Account schon drin, als Akimbo aber. Und hatte auch episches Ether-Werkzeug drauf. Oder legendäres sogar. Ich glaube, legendäres eher. Und Pub 2. Unnormal. Unnormal stark die Waffe. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die Waffe sich jetzt in Zone 3 macht. Ohne legendäres Ether-Werkzeug. Ich habe 2, 4, 6 Perks. Habe ich drin von 9. 3 fehlen nur noch. Ja. Schauen wir mal. Machen wir erstmal einen Test hier. Wenn aber zu viele Zombies kommen, dann wird das eng werden. Dass sie die Platten auch einfach nicht aufheben, ne? Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Okay. Nee, ich mache einen Lieferauftrag. Ich mache erstmal die Story-Mission weiter. Das hat nämlich keinen Sinn. So. Ich könnte das machen. Das wäre gar kein Thema. Aber ich darf die Mission nicht aus den Augen verlieren. Deswegen lief der Auftrag schon ganz gut. Heli zerstören und anschließend den Frachter auch zerstören, ne? Irgendwie so. Zerstöre das Frachtfahrzeug nach dem Abschluss. Ja, vorher wäre natürlich mies. So. Okay. Mit dem Söldnerlager auch hier. Bumm. So.
Haben wir hier noch so eine... Die Söldner transportieren Waffen in einem Fahrzeug. Nichts. Relevantes. Er wirft eine Granate gegen seinen Mate. Ich denke, dass ich einen Warlock habe oder was, ne? Perfekt. Also ich kann reinfahren. Also beziehungsweise, ich muss jetzt ein bisschen rumfahren. Denn der Heli, der muss ein bisschen getriggert werden. Oder, na also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt losfahren. Können wir zurück zur Garage fahren? Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2. Das ist das, was ich mache, weil ich habe jetzt keine Lust, wieder zurückzufahren. Ich war schon mal da in die Richtung und stelle mich gleich irgendwo drunter. Beispielsweise hier die Tankstelle. Da kann man sich zum Beispiel drunter stellen. Und dass da was großartig passiert. Stellen wir uns mal hier hin. Seht ihr? Heli macht keinen Schaden. Könnt ihr mit eurer Waffe einfach rausschießen, wenn die Waffe gepuncht ist. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ne, der kommt da nicht ran. Aber schießen hier wiederum auf mich. Wo kommen die denn jetzt her? So, Heli, da. Hier eine Söldnerfestung oder was? Warum schießt mein Geschütz denn nicht auf die blöden Söldner? Das ist, ja, super kurios. Naja, ah, okay, eine Maske habe ich auch. Für mich ist es natürlich jetzt gerade blöd. Ich habe die Renetti, das dauert natürlich länger. Aber wie ihr seht, eine gepunchte Waffe. Ihr braucht da gar keinen Joker oder sowas großartig. Könnt ihr natürlich auch machen. Geht am also, das dauert, glaube ich, sogar ein bisschen länger. Macht das einfach mit eurer gepunchten Waffe ein gutes. So. Dadurch, dass es auch eine Tanke war, ja, spielt es noch nicht mal eine Rolle, dass der Heli auf euch drauf schießt, denn euer Auto repariert sich ja immer wieder an der Werkstatt. Es darf nur kein kontinuierlicher Schaden sein, beziehungsweise ne, die Differenz zwischen, ja, die Tanke repariert etwas und der Schaden darf einfach nicht zu unterschiedlich sein, zu hoch. Gut, dann habe ich ja die erste Story-Mission fertig. Anschließend muss ich das Fahrzeug nur noch zerstören. Und dann habe ich es. Semtex habe ich auch dabei. Dahin landet schon der Heli. Gefühlt brauche ich irgendwie viel zu lange dafür. Ich weiß nicht warum. Mit meinem Main-Account geht das alles viel schneller, viel zügiger. Hier mit dem Account irgendwie zieht sich das. Da vergeht die Zeit ultra schnell. Kann auch natürlich sein, weil ich so viel laber. So. Das ist für Pop 1, ne? Ja, okay. Machen wir die Karre erstmal hier kaputt. Man kann das natürlich auch so machen. Man kann sich reinsetzen und darauf warten, dass da irgendwelche Zombies oder sowas die Karre kaputt machen, ne? Könnt ihr euch, keine Ahnung, hier oben draufsetzen. Dann kriegt ihr auch keinen Schaden. Aber falls ihr jetzt Munition sparen wollt. Ihr könnt natürlich auch erstmal irgendwo hinfahren. Ja, da wo viele Zombies sind. Oder ihr könnt einfach die Zombies umfahren. Es gibt so viele Möglichkeiten, das jetzt zu machen. Ich muss sagen, die Variante, die ich jetzt gewählt habe. Oh, okay. Jetzt geht's langsam voran. Komm, hat das Ding kaputt hier. Kommt alle her. Alle herkommen hier. Alle herkommen. Kurz vorher steige ich aus. Hitze mal selber nochmal zu sich her drauf. Ich weiß nämlich nicht, ob das dann zählt. So. Jo, zählt. Sehr gut.
restliche Team von Operation Deadbolt hat Zuwach Dr. Elfer. Okay, jetzt kommt das mit dem Waffenversteck nämlich. Ich habe da eine Sache schon abgeschlossen. Lass nicht zu, dass sich der Sicherheitsbohrer. Achso, okay. Habe ich schon erledigt. 30 Zombies. Ja. Oh. Say what? Da oben? Ja, komm, dann gehen wir erstmal dahin. Na, das sind immer so Sachen, die beim Spiel auch etwas aufhalten. Aber wie gesagt, na, ich bleibe immer noch dabei. Wer Hilfe benötigt, soll verdammt auch nochmal in diesem PvE-Modus Hilfe bekommen. Deswegen, ich bin auch der Einzige, der am nächsten dran ist, so. Deswegen kriegt da auch hier meine Hilfe. Wie auch immer der gestorben ist, vor allem. Wechsel das Magazin. Stufe 6 schon. Jo, wie heißt der denn? Ja. Weiß ich nicht, der bewegt mich. Der bewegt sich zu schnell. Irgendwas mit Brawl am Ende. So. Oh. Free Money. Mitnehmen. Und ab in die Ritze. Waffenversteck. Ja. Natürlich kann man die Aufträge auch alle in Zone 1 machen. Ja, also ich möchte jetzt hier nicht den Eindruck so vermitteln, dass man alles in Zone 2 machen muss. Ja, da steht jetzt hier auch nicht geschrieben, wo ihr diese Aufträge machen sollt, in welcher Zone. Deswegen, wenn euch das in Zone 2 schwerfällt, weil ihr jetzt keine Ausrüstung habt oder generell so ein bisschen vom Spiel ein bisschen schwächer seid, sage ich mal, dann macht das auf jeden Fall in Zone 2. Ansonsten macht es da, wo ihr wollt. Was man bedenken muss, ist, dass man das, was man gedroppt bekommt, ne, von Zone zu Zone immer besser wird. Also ihr bekommt in Zone 1 nicht so gute Items, wie ich jetzt beispielsweise in Zone 2. Oder ich krieg ihr kriegt in Zone 1 bessere Items als ich in Zone 2. Soll es auch geben. Ja, wie gesagt. Gut, dann laufe ich erstmal zum Waffenversteck. Boah, Weißänger wäre so gut, ne? Aber dafür muss ich den roten Wurm machen. Und da bin ich auch gespannt, wie oft ich den roten Wurm machen muss, damit ich überhaupt alle Baupläne zusammenbekomme. Wenn ich überlege, manche Leute, die brauchen für einen Bauplan so lange und müssen so oft den roten Wurm machen. Genauso wie mit der neuen Ether-Zone. Mit meinem Main-Account habe ich direkt in einer Runde alle drei Baupläne rausbekommen. Viele sind dabei, die dann irgendwie nur einen Bauplan oder zwei rausbekommen. Und mehrmals reingehen, aber diesen einen Bauplan einfach nicht bekommen. Das ist natürlich blöd. Ah, wir sind schon wieder hier. Sehr schön. Passt. Ich muss ja eh noch meine Waffe leveln. 21 ist Max Level. Deswegen können ruhig ordentlich Zombies reinkommen hier. Brauche ich sowieso. Denn für die Story-Mission muss ich insgesamt 30 töten. Ich weiß gar nicht, ob die da hinten auch zählen, wenn die weiter weg sind. Ich glaube, Hauptsache der Auftrag läuft. Zumindest haben wir gar keine Chance. Spawn und ich bin tot. Okay. Geile Waffe. Ich feiere das so hart. Also wie gesagt, meiner Meinung nach ist die Renetti super anfängerfreundlich. Und wie gesagt, ne, der eine oder andere sagt, der epische Eder-Werkzeug, wie soll ein Anfänger denn da drankommen? Birne einschalten und dann wisst ihr, wie er daran kommt. Oder mehr meiner Videos anschauen, dann wisst ihr das recht, wie ihr da dran kommt. Oh, ja, die letzten Sekunden. Zombies habe ich. Ja. Und dann erhalte ich jetzt meinen Bauplan. Und dann gehe ich aber in Zone 3 rüber. Stufe 7 schon. Spannend, welche Stufe ich am Ende
der am Ende der Runde haben werde mit der Waffe. Ja, das kann ich ja mal tauschen. Dann kann ich noch mal ein paar Platten mitnehmen. 13 Platten. Ja. Ach, warte mal da. Hier habe ich so eine Zipline. Die nehme ich auch mal. Und Pub ist da hinten direkt beim Wunderfiss. Ist ganz gut. Dann kann ich mir die restlichen Perks auch noch holen. Aber guck mal, drei Leute. Leute, ey. Ihr könnt das, glaube ich, nicht verstehen, aber ich bin voll begeistert, dass hier keiner ist. Ich kann es nur wiederholen. Main Account. Die ganze Lobby ist in Zone 3. Hier komischerweise nicht. Ja, hier laufe ich auch nur durch. Ich muss auf jeden Fall mit der Renetti hier als Nicht-Akimo-Waffe und ohne Aufsätze muss ich ein bisschen taktischer spielen. Dieses sinnlose Draufballern beispielsweise geht gar nicht. Denn die Aufsätze, die machen natürlich einiges her, was Präzision und Schaden, vor allem Schaden angeht. Plus dann noch Pub 3, das hole ich aber jetzt. Dann bin ich mal gespannt, wie die Waffe sich dann als Pub 3 mit epischen Ether-Werkzeug so macht. So, wo sind sie? Ja. Damit kann man was machen. Damit kann man was anfangen. Wenn die einem sogar noch zu nahe kommen, ist das sogar noch besser. Man muss halt nur mit den Hits aufpassen. Okay. Ich glaube, das nächste Mal probiere ich die Renetti auch mit dem Umbau-Kit aus. Soll auch sehr gut sein. Kann sich sehen lassen. Okay, Auftrag. Durchhalten. Boah, hoffentlich bekomme ich diesen Auftrag. Der Jake Davids, der ist auch schon auf dem Weg. Der sieht so aus, als wenn er dahin möchte. Ach Gott. Jake, lass es. Pfui. Ich bin schneller. Ich habe High Ground. Oh nein, er hat auch High Ground. Ich bin schneller. Jake. Halt's Maul. Jawollo. Bam. Da laufe ich schon mal hin. Danke dir, Jake. Ich würde ihn gerne annehmen. Leute, denkt ja nicht, dass ich hier keinen mit in der Truppe aufnehme oder sowas. Aber wenn ich ein Let's Play oder wenn ich ein Video mache und ich alleine spielen möchte, dann spiele ich auch alleine. Wenn ich privat spiele, nehme ich jeden auf. Also bin ich meistens auch mit irgendeinem random 6er-Team hier unterwegs. Wechselt das Magazin. Also mit meinem Main-Account. Mit diesem Account habe ich ja gesagt, ich möchte auch, ach komm, scheiß doch drauf. Mal ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich mit diesem Account alles komplett alleine machen. Alles einfach so mit den Aufträgen und sowas. Soll er mitmachen, dann kriegt er auch ein bisschen was davon ab. Und ich kann ja immer noch die Truppe notfalls verlassen. Blöd ist halt nur, ich kann nicht richtig leveln, weil er nimmt mir die ganzen Zombies weg. Ich glaube, ich mache das auch so. Ich glaube, der kriegt dann was vom Auftrag hier ab. Und dann gehe ich dann wieder raus. Da kommt ein Dritter jetzt noch dazu. Der wird wahrscheinlich auch gleich noch eine Anfrage senden. Der wahrscheinlich. Da ist die Anfrage nämlich. Und dann sind wir auch schon zu dritt. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich die Truppe jetzt verlassen würde? Ich glaube, die würden nichts davon abbekommen, oder? Will ich jetzt nicht machen. Das wäre scheiße. Ja. Genau. Okay. Truppe verlassen. Sehr schön. Hier sind jetzt wieder ein paar mehr Leute. Da haben wir ein HZ. Oh Gott. Diese Ansicht, ne, die ist so eklig.
Ich frage mich halt, wie man so spielen kann. Das ist auch der Grund, das ist aber auch der Grund, warum ich Helldivers beispielsweise nicht kaufe, weil es ein Third-Person-Shooter ist und ich stehe so eher auf First-Person. Dieses Third-Person, diese Ansicht hier, die stört mich einfach total. Weiß ich nicht. Ich fühle mich auch nicht im Spiel, sondern eher, ja, nicht im Spiel. Muss ich gucken, dass ich als erster hier einen Auftrag bekomme. Die ersten kommen auch schon hinterhergelaufen. Gut ist, ich weiß safe, wo sich der Auftrag befindet. Also ich laufe also auch nicht durch die falsche Tür. Ich habe ein hohes Tier der Dunkeläther Führungsriege markiert. Gesucht, tot. Nehme ich ein Schild noch mit. Tot. Bringt zwar nichts, aber... Oder? Schützen die wohl vor Hits von hinten? Was haben wir? Oh, mega Scheuser mit Renetti. Das wird super interessant werden. Und ich habe auch eine C4 dabei. Kannst du mega Scheuser wohl C4 auch schlucken? Das wäre interessant. Ich probiere es mal aus. Ja, sobald die zu nah dran kommen, dann kann man eigentlich anfangen, aus der Hüfte zu schießen. Wenn die diese Distanz haben, zielen. Oh Gott, von hinten auch noch. Wie oft die Knarre einfach nachlädt. Weil ich am Platen bin. Oh shit. Okay. Genug herumgespielt. Ich will ja weitermachen. Immerhin habe ich die Story-Mission fertig. Bruder Wurm wird auch nicht machbar sein, so mit der Waffe. Oh, Megascheuer ist kaputt. Ja, herrlich. Oh my goodness. So, ein Bauplan fehlt mir nur noch. Leute. Markiere Auftrag. Geil. Ein Auftrag nur. Ein Bauplan nur noch und dann habe ich alle. Aus den Zonen. Also 1 bis 3. Und dann kommen nur noch die Ätherzonen und der Wurm. Und dann habe ich alle Baupläne. Überleg mal, ne? Ich bin immer noch bei Akt 2. Wie chillig ist das denn? Also Akt 3 und Akt 4 wird dann so entspannt werden, weil ich ja so gesehen dann alle Items habe. Ich habe diese Kreaturen katalogisiert. Selfie habe ich, ne? Ja. Soll ich einen Juggernaut kaufen? Einfach mal. Ja, machen wir mal. Wenn ich es einfach habe. Ach, kommt sogar noch. Oh, noch mega Scheuer. Ja, dann auf jeden Fall Juggernaut zur Sicherheit. Falls das mit Renetti jetzt gleich nicht klappt. Ich glaube, das wird schon, ganz gut. Ganz gut klappen. Megascheusal ist da. Das schmeißen wir erstmal, damit wir unsere Ruhe haben. Ach du Scheiße, hat der eine das? Er hat das an sich dran kleben. Platten. Ich muss ein bisschen zurücklaufen, da wo die Zombies gestorben sind. Ja, ich weiß, es gibt wieder Methoden, es geht einfacher, bla bla bla. Aber ich will ja wissen, schaffe ich es denn auch alleine? Ohne Juggernaut, ohne. Ich gehe down. Was nicht schlimm ist, denn ich habe ja noch ein Selfie. Volle.
Kann man das natürlich auch machen, ne? Okay, reicht. Ich habe fast keine Munition mehr. Ich habe wieder genügend Munition. Okay, es reicht mir. Ich rufe einen Juggernaut. Abwurfzone markiert. Her damit. Ich brauche Muni. Ich will ja weitermachen. Ich hätte gerne noch den letzten Bauplan. Ja, das hätte ich mir falsch angelegt, oder? Haben wir hier irgendwo noch? Irgendwo was? Irgendwer, der noch kommen möchte? Nee. Okay, ich kann es auch gerade nicht abbrechen. Aber ja gut, Bauplan ist nicht da, aber Papp 2 liegt hier und ein episches Ether-Werkzeug. Das nehme ich doch mit. Ja, Molle, ich lade nach. Einfach mal aus Spaß werfen. Hier ist Barrera. Oh, ich hatte pures Daikiri ja noch niemals drin, ne? Ja gut, mit pures Daikiri machen wir ja nochmal mehr Schaden. Okay, schauen wir mal, was wir hier jetzt spawnen. Ich mache jetzt alle Aufträge, die hier in der Nähe sind. Ich muss es ja ausnutzen bis zur letzten Minute. Theoretisch ist es auch möglich, die anderen Baupläne ja auch schon zu finden. Also die aus der Ether-Zone. Ohne dass ich das freischalte, indem ich einfach mit irgendjemandem reingehe. Muss ich mir auch noch überlegen, ob ich das so machen möchte oder. Ich glaube aber eher nicht. Ich möchte das alles eher erst freischalten. Und dann. Mal wieder Juggernaut mit. Wir haben diesen Trupp mit einem Ätherhämmer losgesiegt, nachdem wir es zyklonische Anomalien entdeckt hatten. Die Physik dahinter. Sparen wir die Fachsprache fürs Labor. Wir müssen nur wissen, wie wir diese Sporen unschädlich machen. Die Wellenlänge des Hämmers muss konstant gehalten werden, sonst unterbricht die Interferenz nicht. Ich sagte keine Fachsprache, Barreda. Mit dem Krieg kann man Sporen in der Nähe vernichten. Ganz einfach. Feinde nähern sich ihrer Position. Ja, ich sehe, dass sich Feinde nähern, auf jeden Fall. Machen wir mal weiter da in die Richtung. Super. Eigentlich wollte ich da hoch, aber irgendwie hat er mich nicht gelassen. Keine Ahnung. Neue Taktik hier. Ganz gut eigentlich, die Taktik. So, die letzten zwei noch. Eine Platten. Und hier noch eine Spore. So, und dann haben wir es. Dann renne ich jetzt wieder einmal rum. In der Zeit müsste das jetzt eigentlich fertig sein. Ich dachte schon, ich habe die Mine ausgelöst, aber irgendein anderer Kollege, guckt euch das mal an. Platten, da sind sie. Manga, gar kein Thema. Das ist. Wow. Ich bin immer noch begeistert von der Waffe, ne? Also so anfängerfreundlich wie keine andere Waffe. Einfach mal. Also vom Schaden her schon allein und von der Präzision. Okay, es sind natürlich schon mehrere Leute hier in der Zone, aber die müssten gleich alle wieder abbauen, weil die Angst haben, dass die Zone kommt. Wo ist die Zone überhaupt? Da kommt doch der rote Wurm.
ich aber theoretisch machen könnte. Ich könnte mal darauf achten, ob jemand vielleicht den roten Wurm sogar macht. Dann könnte ich mich da anschließen. Ein Hit reicht ja theoretisch. Ja. Könnte ich da auch eine Belohnung für machen. Das ist Frau Jau. Oh, Französisch. Vielleicht kommt er hier jetzt gleich im Waffenversteck-Auftrag. Ist er eigentlich. Ansonsten gehe ich mit zwei Bauplänen raus. Ein Bauplan natürlich durch Story. Aber elementar, im Moment mein Main-Account. Wisst ihr, wie lange ich dafür gebraucht habe? Ich habe Wochen. Okay, mit dem Account finde ich alles so, als wenn das, ja, was ganz Normales wäre alles. Eskortieren. Boah, eskortieren mit der Renetti. Ja. Traue ich mir zu. Außer es kommt jetzt gleich Waffenversteck. Dann drehe ich wieder um. Ich meine aber nicht so. Juggernaut habe ich ja auch zur Sicherheit noch. Den will ich aber eigentlich nicht dafür verbrauchen. Ein weiteres Problem, was ich habe, ist 5 Minuten 30. Und die Zone, die ist wirklich sehr, sehr nah dran. Heißt also, es wird die letzte Mission sehr wahrscheinlich sein in Zone 3. Eskortieren jetzt hier Annehmer. Und das denn her? So, eskortieren angenommen. Ja, Spawn-Kontrolle war noch da. Okay, Einsatzteam, wir nähern uns der ACV-Abwurfzone. Gute Jagd. Komm, wir starten das Singen jetzt. Bumm. Auf geht's. Kann nicht lange trödeln. Direkt Knallgas. Okay. Munition erstmal sparen. Wobei, nee. Von den hinten dürfen die natürlich nicht angreifen. Jetzt möchte ich mal was probieren. Weil einer hatte kommentiert, dass wenn ich selber auf den ACV schieße, macht ja gar keinen Schaden. Stimmt ja gar nicht. Wenn man selber auf den ACV schießt, dann macht das gar keinen Schaden. Bin ich über den Kommentar schon sehr gewundert. Aber, ja, was soll ich sagen? Das sieht schlecht aus, ne? Ich versuche hier einfach nur irgendwie... Aber warum macht er denn nichts? Mein ACV... Ah, jetzt. Ah. Junge! Nee! Nee, nee. Nee, nee. Vor allem, was kommen denn auf einmal alle von hinten? Sonst kommen die mal so von vorne angelaufen. Okay, nee, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Okay. Haben wir hier vielleicht Sporn? Haben wir nochmal Sporn oder AZ oder was weiß ich? Ich laufe auf jeden Fall erstmal in die Richtung. Eskortieren mit der Waffe. Markiere Auftrag. Zumal, ich hab... Hallo? Guckt euch das mal an. Ich hab zwei Hämmer dabei. Hammer time. Ich sag ja, und? Ist noch jemand hier in der Zone? Ja, aber alle am anderen Ende der Map. Höllenhunde, die geben mir so auf den Sender, ne? Dass sie so viele von denen hier reingehauen haben. Das fuckt ab. Zombie ist okay, aber Höllenhunde... Bitte. Scheiße. Letztes Selfie? Jo. Hauen wir rein. Oh, auf da. Nichts Besonderes. Ja, Fallschirm hatte er jetzt keinen Bock zu ziehen.
habe ja auch keine Plates, ne? Also da fängt es jetzt, da fängt es natürlich jetzt auch an. Dass ich selbst Plates noch nicht mal habe. Also muss ich auch gucken, was so von vorne kommt. Ich glaube... Doch, ein Shop ist hier. Aber der Shop, der ist auch total scheiße da oben. Ich muss aber trotzdem dahin laufen. Ich brauche ein Selfie. Weil es sind jetzt die letzten Minuten, die laufen. Und wenn die ersten hier aus der Zone verschwinden, da wird mich keiner mehr reviven. Garantiert nicht. Guck mal, dass ich an den Shop von hinten irgendwie rankam. Selfie. Na. Ich lade nach. Schon das Licht gesehen. Warten wir schön. Ich würde die gerne aufheben. Und dann will ich mal zum Mimikarrenschild hochrennen. Ja, kommt. Laufen wir alle hier durch. Kommen die nächsten anlaufen. Die sind aber echt schnell, ne? So, der Mimika ist da drinne. Oh, oh! 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 Oh, wir haben hier so rum. Oh, wenig Mut. Drei Schüsse noch? Ja, pass auf. Wir machen das jetzt endgültig. Wir machen das jetzt endgültig. Okay. Zwar habe ich jetzt wieder Munition. Der Pult wird aber alles verhehlen. So. Da ist noch ein Selfie drin. Sehr schön. Schade, aber kein Bauplan. Nimm mich einfach mal zur Sicherheit mit. Haben wir noch einen Auftrag hier? Zufälligerweise? Nee. Leider nein. Vielleicht ploppt der jetzt gleich noch einen Auftrag auf. Nimm natürlich wie immer den letzten. Den allerletzten Exfil. Hier bin ich ja soweit safe. Aber je nachdem, was es eben auch für einen Auftrag ist. Der letzte Exfil ist auch wieder da oben. Markiere Auftrag. Wartet. Wenn ich da dran komme, ja. Und dann darf das nicht hier unten sein. Ah, es ist da oben, ne? Ja. Nehme ich die Zipline hoch. So, jo. Bin ich der Einzige. Da bin ich der Einzige, sehr schön. Von hier aus komme ich nicht hoch, okay. AZ, sag mir, wo du bist. Bitte hier irgendwo. Weiter weg von der Zone. Bitte nicht da unten. Mimika wieder. Da in die Richtung schon wieder. 200 Meter entfernt. Wo? Da unten. Schon wieder? Okay. Vielleicht ist mein Deadbolt ja immer noch aktiv. Kann ich ja gucken. Mein Deadbolt ist tatsächlich sogar noch aktiv. Wenn ich jetzt schnell bin. Ist mein Deadbolt noch so lange aktiv, bis ich da bin. Und dann, kriege ich jetzt meinen letzten Bauplan hier aus der Zone. Oh ja. Das sieht gut aus. Komm her. Der ist im Gebäude, das ist das Problem. Okay, Deadbolt ist aus. Ich muss das alles jetzt alleine machen. Was aber gar kein Thema ist. Weil... Ich habe Mimika. Aber, ja.
Alles gut. Sehr schön. Ich habe aber keine Platten. Nee. Wurde auch nicht gedroppt. Haha, Mann. Ja, da habe ich einen Bauplan, aber nicht, ja, den baue ich leider nicht. Den Bauplan, den habe ich ja schon. Strahlenkanone. Lieferauftrag? Den machen wir auch noch. Und dann fahren wir mit dem JLTV nämlich gleich direkt aus der Zone raus. Ich habe eine langlebige Maske dabei. Und da ist nochmal die Chance, dass da ein legendärer Bauplan drin ist. Strahlenkanone habe ich ja jetzt wieder gefunden. Also, ist da überhaupt jemand in der Nähe? Nö. Dürfte keiner machen, ne? Ich laufe mal hier unten lang. Der befindet sich sowieso hier unten. Und so nutzt man nämlich die Zeit zu 200% aus, wenn man sowas noch macht. Das Einzige, was nicht kommen darf gleich, ist am Ende ein Mimiker. So, ich laufe jetzt schon in die Zone rein. Hier muss ich jetzt schon aufpassen, weil die Zombies jetzt natürlich stärker sind, ne? Also, ach Gott, keine Fehler mehr machen hier. Longo Bongo. Gut aus. Boah, man sieht echt Bullshit, ne? Ah, warum bin ich nicht links rum gefahren? Links rum ist kürzer. Ich fahre immer rechts rum. Ich habe mir das angewöhnt und seitdem mache ich das einfach. Ist ja auch wurscht. Ich fahre jetzt hier entlang, so wie ich das immer mache. Aber links rum ist nämlich kürzer, es geht schneller. Jetzt habe ich ein paar Sekunden verloren. Aber ja gut, wir sprechen hier über Sekunden. Nicht über Minuten. Kein Mimika bitte. Da ist er nämlich. Ach du Scheiße. Warte mal, ich habe hier, da habe ich ein Selfie gedroppt. Den muss ich auf jeden, Selfie muss ich auf jeden Fall wieder aufheben. Okay, und dann geht es einfach weiter hier straight. Straight out of Compton. Raus. Damit ich auch was von der Maske noch habe. Aber meine Maske, die könnte tatsächlich kaputt gehen. Nee. Mein Auto geht jetzt aber kaputt. Ah, doch noch nicht. Da ist ja schon das Ende der Zone. Passt. Alles easy hier. Hier ist das Ende der Zone. Boah, schon mal viel angenehmer zu fahren, muss ich sagen. Jetzt ist das Risiko, wenn ich hoch war, kann es auch sein, dass der letzte Exfil hier unten ist. Ich bin jetzt gerade tatsächlich überlegen, gleich irgendwo eben anzuhalten. Ja, so auf jeden Fall nicht. Okay. Jetzt muss ich auf jeden Fall anhalten. Ich wollte nämlich gucken, wo Fahrzeug tatsächlich markiert. Die Zone jetzt gleich, also der letzte Exfil sein wird. Aber bei DMZ war es ja immer leicht zu sagen, aber hier ist das so schwierig, finde ich. Wo ist denn der letzte? Da ist ein Exfil. Ich vermute, der ist da oben. Ja, ja. Sehr gut. Ich sais pas ce que c'est derrière le schéma. What? Ah d'ailleurs oh. C'est vrai qu'on a commencé avec 2500, j'ai bien capté là. Warum höre ich die? Ob wir die gar nicht hier sind. So. Das ist natürlich schön, ich kann die Waffe weiter leveln. 8 Minuten sogar noch, Alter. 60 Minuten. Komplett ausgeschöpft. Doppel-EP. Ganz gut. Müssen sie hier hochlaufen? Tatsache. Ja, hochspringen können sie ja nicht. Jetzt muss ich warten, bis da der X-Ray weg ist. Die kommen tatsächlich alle hochgelaufen, ne?
gut für mich und für die Waffe. Ah, der Exfil da ist. Existiert immer noch. Ich gehe einfach mal auf Risiko. Ich vermute mal, dass es oben ist. Ich gehe mal stark davon aus. Fahrzeug markiert. Ich schon mal langsam hoch. Oben kann ich eventuell sogar noch einen Auftrag machen. Für ein bisschen EP nochmal zusätzlich für die Waffe. Level EP. Ja, gut. Das baue ich natürlich nicht. Aber so die Items lassen sich auf jeden Fall sehen. Können sich auf jeden Fall sehen lassen. Da und der Exfil ist gleich weg. Die Söldner, die hauen auch schon alle ab. Ey! Könnt ihr erstmal von meiner Karre. Sichern Sie das Söldnerlager. Passen Sie auf Ihre Ärsche auf. Das ist ein Befehl. Ach, da oben haben wir auch noch einen Exfil, ne? Schaltet diese Scharfschützen-Ärsche aus, bevor sie auf lustige Ideen kommen. Nee, der Exfil ist nicht hier oben. Habe ich noch Autos hier? Da ist ein LKW. Ein LKW, der notfalls noch runterballern. Ich habe zum Beispiel noch einen Auftrag. Ja, ich schaue mal auf die Karre. Kann ich auch noch eben machen. Auf dem Versteck. So. Volle Panzerung. Annehmen. Ja, der letzte Exfil ist hier. Ja, perfekt. Also kann ich jetzt noch ganz entspannt die Mission zu Ende machen. Farm nochmal EP. Ich meine, gute Items hier in Zone 1 bekomme ich sehr wahrscheinlich nicht, glaube ich. Die Einheimischen werden sich nicht zurücklehnen. Es wird hitzig. Ja, kennen wir hier ja schon, ne? Den Auftrag. Kann nicht lange vor Ort bleiben, also bewegt eure Ärsche. Passt auf euch auf. Ich orte mehrere untote Feinde, die sich nähern. So. Ja, ganz entspannt. Haben wir hier noch Bonuspunkte. Sehr schön. Minuten, 45 noch, 40%. Also ich hätte niemals gedacht, dass die Renetti ohne Aufsätze so stark ist. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich sofort zu Beginn an von MWZ für alle Anfänger sofort gesagt, Alter, nutzt unbedingt diese Waffe. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwie was gepatcht, genervt wird oder sowas an der Waffe. Das ist eine MW2-Waffe. Glaube ich nicht. Kommt überhaupt noch irgendjemand? Nö, bin alleine. Wie immer. Ah, hier ist ein Shop sogar noch. Dann kann ich ja diese Fleischbrocken auch noch verkaufen. Das ist für eine Visitenkarte. Ja, ist ja Bullshit. Alles egal. Fleischbrocken. Boah, auf jeden Fall irgendwie 100 Stück muss man verkaufen. Euer Taxi ist da. Gebt mir Deckung. Schwierig. Zwei habe ich jetzt. Warte an der Landezone. Kommt an Bord und haltet mir die Feinde vom Leib. Ja, Level up mittlerweile.
Kann ich mir. Nehme ich auf jeden Fall dankend an. Habe ich in der nächsten Runde dann zwei, wenn ich spawne. So, ich bin gespannt, wie viel Level ich mit der Granate gemacht habe. Ich habe da jetzt drauf geachtet. 13, 14, irgendwie sowas. Also 14 Level in einer Runde. Das ist okay. Natürlich kann man im Mehrspielermodus oder sowas noch besser leveln. Weil da gibt es ja auch natürlich nochmal wöchentliche Belohnungen, tägliche Aufträge und, die zum Waffen-EP auch nochmal hinzukommen. Ich hoffe, ich komme gleich auch an den Heli ran. Ich glaube, die kommen gar nicht mehr. Oh, doch, die kommen noch rein. Okay. So viele Fleischbrocken brauche ich eigentlich alle. Boah, wenn mich gleich ein Mangler hier rauskickt, ne? Ich würde ja total ausflippen, wenn es so gewesen wäre. Da wäre ich total ausgeflippt. Wunderbar. So, das sind die Items, die ich jetzt exfiltriert habe. Ganz gut soweit. Zwei legendäre Baupläne, die ich habe. Einmal war es ja hier Elementar-Limo. Elementar-Limo? Da, ganz vorne. Freischaltet. Plus die Modifikation. Jetzt habe ich auch alle Modifikationen freigeschaltet. Das ist sehr schön. Die Renetti ist auf Level 14. Was geil ist, denn in der nächsten Runde kann ich auf jeden Fall schon mal hier und da meine Aufsätze draufpacken. Beziehungsweise ich muss noch ein paar Aufsätze freischalten durch die tägliche Herausforderung, wie beispielsweise hier Trommelmagazin, beim Griff Akimbo beispielsweise und beim Umbau-Kit benötigt ihr Bugs Level. Ja, das war auf jeden Fall eine schöne und geschmeidige Runde. Ich habe jetzt am Ende so um die 40.000 EP gemacht, was ganz gut ist. Ja. Leute, das soll es also gewesen sein. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen und ich würde sagen, bis demnächst.